Das Gesamtsystem Normung, seine Erstellung und Nutzung wird im Kontext der zunehmenden Digitalisierung vor neue Herausforderungen gestellt. Eine wesentliche Voraussetzung, die Maschinenausführbarkeit der digitalen Norm, ist aktuell nicht gegeben. Wir, die Nutzer und Anwender von Normen, müssen deshalb händisch PDF-Dokumente durchsuchen und relevante Informationen in unternehmensinterne Prozesse und Methoden überführen. Um Wissen innovativ bereitzustellen, müssen wir uns neuer Technologien aus Bereichen wie Big Data, künstlicher Intelligenz oder dem Internet of Things bedienen. Wir dürfen diese neuen digitalen Trends im Rahmen der Normung nicht verpassen. Ein Anwendungsfall von höchster Relevanz ist das Identifizieren und Ausleiten von Anforderungen aus Normen. Hier kann uns die digitale Norm helfen. Normen enthalten eine Vielzahl an Anforderungen. Wenn diese automatisch dem Anwender bereitgestellt werden, ist mit einer signifikanten Zeitersparnis und einem enormen Qualitätsanstieg zu rechnen. Hier muss das Potenzial digitaler Normen noch lange nicht aufhören. Es sind unzählige weitere Anwendungsszenarien denkbar. Warum nicht auch intelligente Assistenzsysteme, die zum Beispiel bei der Arbeit mit Formeln unterstützen? Mit solchen zukünftigen Anwendungsmöglichkeiten der Digitalisierung von Normung und Normen, damit beschäftigt sich IDIS, die Initiative Digitale Standards.